euch der Gallusmarkt so? Ganz gut. Ganz gut. Ganz gut. Okay, was gefällt euch besonders? Der Angebot. Ja, Angebote. Die Attraktionen, die halt jetzt so jedes Jahr sind. Geht ab. Nö, ist halt cool, mal Abwechslung halt jedes Jahr sowas okay. halt mitzumachen. Besser als der Hessentag? Nee. Nein. Hessentag. Noch lange nicht. Hessentag war viel besser. Der ist eigentlich voll gut. Ja? Ja. Ist irgendwie besonderer als im letzten Jahr? Ich war im letzten Jahr nicht hier, deswegen kann ich das nicht so beurteilen. Okay. Ja, Bruder. Ist es auch besser als den Hessentag? Der Hessentag, da war ich hier. Okay. Der war gut, der war aber nicht so gut wie der Hessentag jetzt. Okay, also Gallusmarkt ist besser als der Hessentag? Finde ich, ja. Okay, was ja. Ist schlecht, alles schlecht. Alles schlecht, okay. Alles schlecht. Was findest du schlecht? Alles. Was gibt's denn, was dir gut ist? Okay, gut. Ich kann für nichts ein Lob geben. Okay, gut. Danke. Können wir irgendwas über Palästina sagen? Die Gefahrgeschäfte. Okay. Irgendein Lieblingsfahrgeschäft? Das Chaos. Nein, gut. Das ist richtig geil geworden. Dieses Jahr ist besser als letztes Jahr und es gefällt mir sehr. Könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, was hier so abläuft? Ja, irgendwie. Was jeder fährt das hier. Autoscooter und chillen. Gallus, brutal geil, Digga. So geil. Was soll ich denn? Gallus mag dieses Jahr, wie findet ihr den? Geil. Was macht ihr so einen ganzen Tag hier? Das hier nur. Chillen. Aber was ist hier so interessant? Die Viber. 13 bis 16, keine Ahnung. Ja, was wird geboten, was wird angeboten? Chaos. Das? Nein, das nicht, das ist langweilig. Krass und das. Gibt es sonst noch was Interessantes in der Stadt? Nein. Nein, da gibt es nichts. Das ist langweilig. Bahnhofstraße, habt ihr was gesehen? Nee. Bahnhofstraße, nix eigentlich. Was ist für Jugendliche noch so? Erklär mal ein bisschen für Leute, die das sich nicht auskennen. Ah, da kommen Jugendliche. Also, ich denke so, es ist wie letztes Jahr, das Gleiche. Wir kommen nur hier hin, damit wir unsere Freunde sehen, zusammen ein bisschen Spaß haben. Aber ansonsten finde ich, dass es ein bisschen langweilig ist. Aber es lohnt sich schon, dass man das jedes Jahr macht, weil es mal was Neues, wie immer in der Stadt zu chillen oder in die Laden gehen zu trinken, anstatt hier hinzukommen. Und deswegen finde ich es in Ordnung. Ja, das ist natürlich wichtig, weil das wird auch in den Herbst. Jetzt haben wir Ferien, Schulferien. Und wenn keine Ferien wären, wäre hier nichts los, aber natürlich eine Attraktion ist sehr gut, wie Hessentag zum Beispiel, das ist sehr gut für Wetzlar. Gestern gab es mal ein bisschen kleine Auseinandersetzung mit den Russen und zwar, wir waren gestern hier und ja, wenn man trinkt, macht man auch Stress, ist ja normal. Und dann wollten die einen kleinen Jungen schlagen, der 14 Jahre alt ist und ich bin so ein Typ, der Kleine beschützt, weil die Kleinen haben nichts gemacht und so, wissen Sie. Gib nichts vor der Kamera an. Also zum Beispiel bei uns in NG, wir haben extra so einen russischen Spielplatz, heißt so, das Spielplatz, wo wir uns alle da treffen, zum Beispiel die Türken, also unter 18 und so. Und es gibt auch in Dahlheim die Dahlheimer Russen, also jede Umgebung hat hier seine eigene Männer, Vierte, sagen wir so. Gibt es aber auch Freundschaften oder ist das super getrennt? Also es gibt zum Beispiel die Älteren, die mehr Respekt haben, die haben mehr Kontakte zu den anderen Gangs, sage ich mal jetzt so, als die Kleineren, die ganze Zeit sich schlagen und trinken. Es ist sehr gut. Ziemlich geil. Sowas gab es noch nie, glaube ich. Letztes Jahr war nicht so viel los, dieses Jahr ist richtig viel los, richtig viele Menschen. Man kann einfach nur sagen, klasse. Ja, besser, vielleicht noch ein bisschen mehr Stände. Ja. Aber ich finde es eigentlich ganz toll. Party, gute Stimmung, Musik. Wir Wetzlarer sind immer gut drauf. Wie sieht es mit den Preisen aus? Wie viel Geld braucht man so am Tag? Am Tag, ja, kommt drauf an, wie viel man ausgeben will. Aber sagen wir mal 20 bis 25 ist in Ordnung. Ja, super cool ist das hier. Es gibt hier fast Freibier, muss ich aber bezahlen. Und ey, hat's nicht mehr. Das ist immer wie immer hier. Doch, Wetzlar ist super, ist geil. Man muss es so nehmen, wie es ist. Das ist wirklich geil, ist super. Auch der Gallusmarkt ist schön. Ist wie die Knülle, hä? Macht nichts. Was ist mit den Preisen? Ja, teuer. Die sind ganz okay, aber das Bier ist halt billiger, wenn man es beim Edeka kauft. Das stimmt. Jetzt habe ich Werbung gemacht.